Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, endlich mal wieder mit mir. Es ist bestes Wetter, das muss man morgens nutzen, deswegen sitze ich hier in Ruhe auf dem Balkon, genieße die Sonne, meinen ersten Kaffee. Wir haben es gerade mal 8:30 und ja, herrlich, wenn nur der Kameramann nicht stören würde. Wen Simone genau meint, weiß ich gar nicht. Ich bewundere hier nur meine Blumenansaat, die ich vor einigen Tagen gemacht habe. Und da ist doch, wie man schon gesehen hat, eben schon einiges gesprießt. Oder wie sagt man das? Oder gekeimt. Ja, wie Simone schon sagt, das Wetter ist einwandfrei. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Hier in Deutschland. Und erstmal den anderen Hauptakteur aus dem Bett holen, wecken. Ja, guten Morgen. Wie man sieht, ich liege noch im Bett und wie spät haben wir es? 8:30, ist noch früh. Wir haben heute Samstag, also Wochenende. Bei den meisten Leuten ist Ausschlafen angesagt, aber ich bin es gewohnt, wegen meinen Eltern immer jetzt schon aufstehen zu müssen. Na gut, los geht's mit dem Vlog. So, ich habe mich jetzt im Bad fertig gemacht und ja, wie geht's jetzt weiter? Ich muss erstmal ein bisschen erzählen, was gestern so los war. Ich habe Crash Bandicoot 4 gespielt auf der PlayStation und also auf einer aktuellen auf der PS5 und dann habe ich zurückgedacht, weil die Reihe Crash Bandicoot ist ja schon etwas älter und ich habe damals auf dieser PSP hier zwei Spiele davon gespielt und zwar diese hier. Und das ist für mich totale Nostalgie und dann dachte ich, ja komm, lade ich das Ding mal auf und schmeiß mal so eine Kassette ein, so sieht die aus. Und mir ist aufgefallen, das Laufwerk quietscht total und ja, habe ich mich im Internet ein bisschen informiert, was man dagegen machen kann. Wir haben das ganze Laufwerk hier drin geölt und nun ist es mindestens genauso gut wie früher und ja, eins der Spiele spiele ich jetzt mal ein bisschen an, los geht's. So, und nun bin ich im Spiel drin und allein diese Musik hier, die schon läuft, das ist bei mir komplette Nostalgie, weil ich habe das Spiel wirklich, wie ich an den Spielständen sehe, von 2011 bis 2015 aktiv gespielt und ja, es ist ein bisschen anders als die anderen Crash Bandicoot-Teile, weil es hier viel mit Kampfkombination ist, also man kann hier so da steht ja so eine Schlagkombo oder so heißt das. Das ist ja bei den anderen Bandicoot-Teilen nicht so, da hatte man ja irgendwie immer nur mit einem Schlag oder mit einem Sprung auf die Gegner, die schon ausgeschaltet. Und was auch irgendwie ganz anders ist, hier muss man so Mondsteine sammeln und nicht diese komischen Früchte, die er die ganze Zeit sammelt. Und ja, ich übersehe hier ganz viele Sachen, aber ich möchte ja das Spiel so ein bisschen zeigen und ich muss ja nicht die ganzen Sachen hier einsammeln. Also mal gucken, ob ich die Parkour-Skills noch drauf habe. Ich habe jetzt einen neuen Spielstand aber auch eh gestartet, weil ich will ja, also weiterspielen hätte ich glaube ich nicht geschafft, da ich die Grundlagen von diesem Spiel erstmal ändern muss. So. Und auch wenn die Grafik jetzt nicht mehr die aktuellste ist, ich finde, es macht immer noch Spaß, weil es halt komplette Kindheitserinnerung für mich ist. Also ich glaube, ich habe die mal zu einem Geburtstag bekommen, glaube ich. Oder Weihnachten. Auf jeden Fall habe ich die PS Vita, die Nachfolgerkonsole davon, mal zum Geburtstag bekommen. Ja, das war dann so die Zeit, wo ich die PSP dann eher liegen gelassen habe. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich ein paar gute Einblicke hier zeigen konnte. Also ich habe meinen Spaß und bin froh, dass ich die Konsole wieder im Griff habe. So. Der Tag beginnt gut mit Post. Wahlwerbung brauchen wir erstmal nicht. So, und bei dem schönen Wetter geht's an die Schlachte und ja, ich habe mir heute mal erlaubt, ich hatte die letzten Tage immer eine dickere Jacke an. Jetzt habe ich mal nur so eine Sweatshirt-Jacke, so eine Tech-Fleece an und ja, Simone hat, ich wollte schon gerade sagen, gar nichts an, aber so schlimm ist es nicht. Sie hat keine Jacke an, aber dafür was langärmliches. Genau, ich hoffe, das rächt sich nicht, aber ich denke, heute wird ein schöner Tag. Ich bin mal mutig und
Ich denke, ich brauche keine Jacke heute. Und Stefan hat sich auch für eine Jacke entschieden. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Jacke zu Hause lassen werde, weil mir das nämlich zu warm wird. Es ist eine Hitze. Mit der Fließjacke ist mir das zu viel. Bis gleich. Ich lasse meine an. Und während wir auf Stefan warten, haben wir uns hier in die Weser gesetzt. Genau, und ich habe zwar keine Jacke mit, aber ein anderes, Kleidungsstück nicht, Accessoire. Ich habe diesmal eine Sonnenbrille dabei. Du, glaube ich, auch. Ja, meine sieht nur nicht so bescheuert aus. Oh, das ist Ansichtssache. Aber was? Die Jungs sagen immer, puck die Stubenfliege zu mir. Jetzt kommt der Nächste, der hat auch dieses Kleidungsstück mit. Du hast auch eine Sonnenbrille heute mit. Ich wollte gerade sagen, aber immerhin habe ich daran gedacht. Haben wir alle eine Sonnenbrille, oder? Du auch schon? Ja, ich auch. Stefan. Oh, sehr gut. So, dann können wir erst los. Würde ich sagen. Ja. Zwischendurch mal eine Empfehlung, hinter der wir wirklich echt stehen. Es handelt sich um Holy. Gibt es in Form von Energy oder auch in Form von Eistee. Und erstmal, was ist Holy? Es ist ein Energy, den man sich selber anmischt. Aber es ist nicht so ein Scheiß drin. Also es ist nicht so viel Zucker drin. Taurin ist nicht drin. Das läuft alles über Koffein, aber wirkt wirklich. Also schmeckt auch sehr lecker. Und das Ganze mischen wir jetzt mal an. Also die Jungs haben mich damit ins Boot geholt. Ich trinke ja überhaupt kein Energy eigentlich. Ich habe mich jetzt überreden lassen, es zu probieren und ich habe es nicht bereut. Ich habe jetzt schon so viele davon getrunken. Also total lecker, muss ich echt sagen. Und für mich ja auch das Positive. Ich habe dieses ganze Geschleppe nicht mehr, diese ganzen Dosen, alles wieder hier, Pfanddosen wieder wegzubringen. Platzsparend halt, es ist, ja, platzsparend ist total super und es schmeckt wirklich 1A. Ja, dazu brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Es ist alles gesagt worden von Simone. Hat auch so einen Vorteil, so eine Simone im Haus zu haben, ne? Ja, ich bin hier mittlerweile, seitdem wir das trinken, die Eiswürfelbeauftragte. Ich achte immer drauf, dass wir auch ja genug Eiswürfel im Hause haben, weil ich trinke ja jetzt echt gerne diese Sachen mit. Tun wir alle. So, sitzen wir schon schön in der Sonne. Bevor ich mich jetzt hier an das köstliche Hakebeck wagen werde, müssen wir erstmal unsere Post auspacken. Ich bin ja mal echt gespannt, was wir da gekriegt haben. Hier weiß ich ja schon, glaube ich, was drin ist. Drei Fragezeichen. Neueste Folge. Und die Gesetzlosen. Ich bin sehr gespannt. Sieht ja schon mal sehr amerikanisch aus, ne? Ja, auf jeden Fall. So, aber was hier drin ist, da bin ich mal gespannt. Da habe ich gar keine Ahnung. Wie geht das am besten auf? Gut zugeklebt. Vielleicht kann ich schon mal in das Loch stopfen, was entsteht. Was für ein Loch? Das Loch im Video, weil ich jetzt gerade mal nicht rede. Aber lass mal, hast schon geschafft. Mit deiner blöden Frage. Also hab ich doch geschafft, oder? Ja, hast geschafft. So, guck mal, was das hier ist. Oha! Mensch! Ein altes Magazin vom Heidepark und ich weiß, dass ich dieses Heft ganz früher in den 80er Jahren auch hatte. Das ist ja wohl der Hammer. Ist das ein Nachdruck oder ist das echt? Das ist echt. Ey, warte mal. Der Heideparkplan. Zeig nochmal das erste Bild gerade. Also was? Hier, also der heutige Wumbo gefällt mir besser. Da wäre ich eher weggerannt, wenn ich den gesehen hätte. Gruselig. Aber das ist ja der Hammer. Das ist von 1983, dieses Heft hier. Ja. Europas größte Loopingbahn, oder was steht da? Europas größte Loopingbahn, ja. Genau. Ja, also das ist ja Hansaland. Muss mir in Ruhe durchlesen hier. Also vielen Dank an den, der mir das geschickt hat. Ja, ich bedanke mich auch. Ich kann auch mit reinstöbern. Natürlich. So, jetzt aber kommen wir zum Hakebeck. Prost. Wer das nicht weiß, hier an der Schlachte ist unten an der Promenade jedes Wochenende Flohmarkt oder jeden Samstag Flohmarkt. John war eben ein bisschen gucken, hat nichts gefunden, hat aber dann in der Stadt was anderes gefunden, was er euch mal eben zeigen kann. Ja, erstmal die Frage, was ich überhaupt gesucht habe. Ich habe nach Comics gesucht, weil letztes Mal war da einer, der hat so ganz viele Superhelden-Comics verkauft, so ganz alte, fand ich ganz interessant. Und habe nichts gefunden, habe aber irgendwie voll Bock bekommen, irgendwie was zu lesen. Also Thema Comic und hab hier auch was gefunden, dann bei Thalia, da ist bei uns so eine Comic-Ecke und ich habe hier
Skywalker schlägt zurück, wollte ich schon sagen, zu. Das ist eine Zwischengeschichte, die zwischen Episode 4 und 5 steht. Spielt, ich bin gerade völlig kaputt. Obwohl ich gar nicht so in der Sonne sitze, also Sonnenstich kann es gar nicht sein. Auf jeden Fall ist sehr gut gezeichnet und natürlich auch mit den Hauptcharakteren wie Han Solo und so. Und das sind ja auch meine Kindheitshelden. Luke, Han Solo, Chewbacca und so. Und willst du was sagen, Simone? Gleich. Zum Schluss möchte ich was sagen. Wenn du das abgefrühstückt hast, hast du, glaube ich, mich würde mal interessieren, aber ihr könnt das schlecht in den Kommentaren beantworten. Ich weiß immer nicht, wie spricht man das aus? Talia oder Talia? Da weiß ich jedes Mal, ich sage immer Talia. Wie soll man das denn in den Kommentaren schreiben? Nee, kann man nicht. Ob es Talia oder Talia? Das muss ich auch. Und vor allen Dingen, wen interessiert das überhaupt, frage ich mich. Ob das Talia oder Talia heißt. Ich würde es ja richtig aussprechen. Ich kenne auch jemanden, der zu Lidl immer Lidl sagt, aber das interessiert mich auch nicht weiterhin. Naja, zum Glück sind wir ja so weit, dass man einfach googeln kann und dann die Aussprache sich vorlesen lassen kann. Das kannst du ja gerne mal machen. Musst du nicht unsere Zuschauer belästigen. Na gut, also ich, wenn ich dran denke zu Hause noch, dann werde ich mal gucken, wie man es richtig ausspricht. Ich bin bei Talia. 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 Ich hab's nie in Frage gestellt, Film Simone. Ich hab's richtig ausgesprochen, Talia. Nicht Talia, sondern Talia. Habe ich richtig betont. Ich sag immer irgendwas davon. Ich bin da ja eh kein Stammkunde. Ich hab Besseres zu tun, als zu lesen. Zum Beispiel vor der Konsole sitzen. Dann richtig am Erlebnis sein, anstatt es nur zu lesen. Hat man ein schönes Bild dazu. So, da fehlt ja noch was. Unser Essen, was wir ja immer schön zeigen hier. Ich habe mir auch mal was bestellt, was ich immer nur bestelle, wenn das Wetter draußen schön ist. Nämlich, Come on, schönen Namen vergessen. Ja, Camemberts mit Weißbrot. Und das ist das Leckerste hier. Wie heißt das noch? Meerrettich. Ja, also, kannst du ja mal buchstabieren, wie Camembert geschrieben wird. Comment Cindy Camembert, keine Ahnung. Ja, bei mir gibt's Chicken Nuggets mit Pommes. Lecker. Und falls ihr es bei Stefan schon anerkennt, vielleicht erkannt habt, was ist das für eine Zusammenstellung? Stefan ist vegetarisch heute und ich bin heute auch mit meinem Gericht vegetarisch unterwegs. Es liebt ihr ja so, dieses Thema. Ich habe Falafel mit Gemüse und leckeren Nudeln und das hatte ich schon mal. Das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und ja, Agurken. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, mit dem Vegetarischen war jetzt ein kleines Versehen. Also es war jetzt, ich mag sowas gerne, aber ich habe es nicht gemacht, um vegetarisch zu essen. Aber Johnny wird mal völlig aus dem Ruder geschlagen hier, sag ich mal. Ne? Außer jeder soll so leben, wie er will. Ja, Moment. Also zu Johns Verteidigung muss man ja sagen, das war sein Ausweichgericht. Eigentlich wollte er ja was anderes essen. Ja. Eine Currywurst. Da so, waren es jetzt nur noch zwei. Ja, John ist schon nach Hause gegangen. Und wir beide als Familienoberhaupt, also ich, der eine mehr, der andere weniger, wird sich jetzt ums Abendessen kümmern. Denn, ja, was gibt's denn heute Schönes? Leckere Wraps vom Opti-Grill. Also, aber mir fehlen noch die Wraps. Wir haben das gestern schon gegessen und für so lecker befunden, dass wir es heute nochmal machen und euch sogar zeigen, wie es geht. Ja, ja gut, machen wir. So, erstmal einkaufen. Hier sind sie, die Wraps, die uns fehlen zum Abendessen. Also es wird lecker. So, das ging ja einigermaßen schnell. Der Einkauf ist erledigt. Wetter stimmt noch. Was kommt gleich? Gleich wird's spannend. Gleich gibt's ein Battle, eine Challenge zwischen Stefan und mir, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. So, wer sich wundert, was hier auf dem Marktplatz bei uns los ist. Hier ist alles voll mit irgendwelchen Pressefahrzeugen und vor mir hier ist ein großer ARD-Truck. Morgen sind hier in Bremen die Wahlen. Und die Prognosen sehen düster aus. Ja, aber. Die ganze Woche geht das hier schon so. Ich gehe hier jeden Tag vorbei. Gestern war sogar unser Bundeskanzler hier in Bremen zu Gast. Und ach, du meinst den Schlumpf? Ja, passend, ja. Hier ist übrigens der ARD-Truck, von dem ich eben gesprochen hatte. So.
gerade auch schon Schlumpffarben. Ja, wenn stimmt. Das mal nicht Beeinflussung ist. Ja. Aber ich habe schon gesagt, bei der Arbeit, weil ich arbeite ja hier sehr zentral, wenn wir jetzt in Amerika wären und der Präsident kommen würde, hätten wir, glaube ich, gar nicht zur Arbeit kommen können oder wären total durchleuchtet worden oder irgendwie. Du willst nicht ernsthaft den Scholz-Bundeskanzler mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten vergleichen? Ich glaub's nicht. Aber, also wie gesagt, der Kanzler war gestern hier und hier war irgendwie gar nichts groß abgesperrt. Irgendwie, es war alles so easy peasy und in Amerika wäre das anders gewesen, ja, wollte ich nur sagen. Sag ich ja. Du kannst doch nicht den Scholz mit dem... So erklärt, wie es so ist, wenn manche das nicht wissen. Dann wäre vielleicht auch die Gullideckel hier verplombt worden, damit da nicht auch noch was durch die Kanäle hätte. Also so kenne ich das aus den... Wie gesagt, die Prognosen für morgen sind düster. In Bremen ist normalerweise, was heißt normalerweise, regiert im Augenblick noch, wo wir dieses Video drehen, Rot-Rot-Grün, also SPD, Linke und Grüne. Ja, ich möchte jetzt auch keine weiteren Sachen dazu sagen. Nur so viel, dass ich damit nicht einverstanden bin, was hier regiert. Und du, Simone? Ich bin ausnahmsweise mal deiner Meinung. Kommt selten genug vor, aber Thema Politik treffen wir uns, glaube ich. Gut. Hoffen wir, dass es besser wird. Obwohl, wie gesagt, die Prognosen so aussehen, dass alles so bleibt, wie es ist. So, also bleibt wie es ist. Geht auch bei uns so weiter wie gewohnt mit der eben erwähnten Challenge. Und jetzt geht's los mit der Challenge. Ja, wir haben es in den USA zum ersten Mal gesehen, als wir bei Universal in den Warteschlangen waren. Da haben die Leute so eine App gehabt, das heißt, glaube ich, Stirnraten auf Deutsch. Da hält man sich das Handy auf die Stirn und da ist ein Begriff und den muss der Gegenüberstehende beschreiben, sodass der, der das Handy hält, das raten muss. Auch bekannt unter dem Begriff, wer bin ich? Nur hier ist es halt Stirnraten, da man sich das Handy an die Stirn hält. Ja, und das machen wir jetzt auch und... ich trete gegen Simone an und John muss erraten und er muss jetzt schwören, dass er bei jedem sich gleich viel Mühe gibt, das zu erraten. Ich schwöre, Spaß. Ich schwöre wirklich ehrlich, ich gebe mir bei beiden gleich Mühe und keine Verarschungssachen, das wird alles ernst hier nach strengen Regeln gemacht. Ja. Sehr gut. Und wir haben jetzt die Rubrik Marken ausgewählt. Weiter. Oh, weiter. Was ist das denn? Nicht Apple, sondern Samsung, eine, Android. Die haben auch so Handys, haben die? Huawei? Ja, so ein Knochen. Nokia? Ja. Ach so. Wollte ich sogar als erstes sagen. Der Joghurt, den du gerne magst, der Pudding ist von? Ich weiß den Namen nicht. Weiter. Oh Gott. Unsere Actioncam ist eine? GoPro. Diese Schuhe von, die ich habe, Knöchel hoch, so dünner Stoff. Nike, Puma? Kennt er nicht, weiter. Nicht Facebook, sondern? Instagram? Kenne ich gar nicht. Nicht Telekom, sondern? Vodafone? Ja. So eine Creme, die Firma. Blaue Dose. Nivea? Ja. Weiter. So eine Parfümmarke, ganz teuer. Douglas? Ah, nee, das ist weiter. Gibt's auch. Weiter, noch mehr. Nee, nicht weiter, soll weiter raten. Ach so. Hier, die beiden. Schere. Wie heißt die Werbung? Die du gerne isst immer ewig, diese Schokoriegel, ja. Oh mein Gott. Und dann der Pudding ist von. Ein Arzt, Arztname? Dr. Edgar. Ja. Nicht Burger King, sondern. McDonald's. Ja. Was ist das denn? Nicht Windows und nicht Microsoft? Apple? Andere Firma mit so einem anderen Tier? So, was ist das denn? Firefox? Ja. Ach, das ist weiter. Hugo? Hugo Boss. Weiter. Einkaufsladenmarke. Rewe. Nicht Rewe, weiter. Lidl, Aldi. Wie? Lidl. Teurer. Blaue Schrift und auf Edeka wäre es gewesen. Also wäre ich auch nicht drauf gekommen. Wie viel haben wir denn? Der zählt gerade. War ja nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. 9 richtige. 9 richtige. Ich wünsche Simone schon mal viel Spaß. Ja.
Nicht Fanta, sondern Sprite, Cola, das Dunkle. Pepsi. Ja. Ach, Cola. Was ist die Marke, die Katzen essen? Hä? Nicht Instagram, sondern Facebook? Nein. TikTok? So, nehmen wir auch viele Verschwörer. Muss Telegram. Vorsichtig sein, ja. Oh Gott, der Milchreis ist von der Firma? Das kann ich mir nicht merken, sowas. Weiß ich nicht weiter. Ein Kloputzzeug kennst du nicht. Nee, dafür haben wir dich. Windows ist von der Firma? Microsoft. Eine Wurst im Teig. Was? Kenn ich nicht. Ein Auto. Tesla. Nein. Weiter. Oh, scheiße, das war jetzt scheiße. Unsere Kamera, was gibt's für Marken? Sony? Ja. Sag mal, PlayStation. Ein dickes Auto. Mercedes, Audi, BMW. Englisch ausgesprochen. Englisch. Amerikanisch ausgesprochen. Ein dicker. Eine Bank. Ein Bankname. Sparkasse. Weiter. Oh, mein Wasserkocher ist von der Firma und da gibt es ganz viele Sachen von. Küche ist dein Gebiet. Wo bringe ich Briefe hin? Zu Post. Deutsche Post. Weiter. Oh, egal. Ein Punkt abziehen. Eine Süßigkeiten in einer Waffel mit Schokolade. Oben Waffel, unten Waffel. KitKat. So groß. Knoppers. Nein, das andere. Nicht Knoppers, das andere. Das war ja ganz grottig. Ich gebe mich geschlagen. Jetzt wird spannend. Nee, ich ist mir gar nicht sicher. Also, ich komme mir gerade so schlecht vor. Sechs, ja. Ja, meine lieben Freunde, hier ist er wieder mal, der Gewinner der Challenge. Hast du gerade einen ziehen lassen? Nee, was? Was war das? Ah, hier, das war der, ja, das so. War der Strumpf, der so, ja. Hier. Die Ausreden kenne ich. Das finde ich lustig. Wie so ein Kindergartenkind lacht über Fäkalien. Heute. Pass auf, sonst passiert es dir auch gleich. Ja, also die Challenge habe ich kläglich verloren. Dafür mache ich es jetzt mit dem Essen wieder wett. Da kann mir hier nämlich von den Jungs, glaube ich, keiner hier das Wasser reichen, würde ich mal behaupten. Und natürlich kann ich das. Einen kurzen Moment. Danke, Prost. So, und zwar haben wir ja eingekauft die Weizentortillas und die bereiten wir jetzt im Opti-Grill zu. Total lecker. Wir brauchen bloß ein bisschen Hackfleisch. Diese Würzmischung eignet sich hervorragend dazu. Paprika, die wird John mir gleich klein schneiden. Und scharfe Soße. Und das Allerwichtigste, geraspelten Käse. Und dann kann es auch schon losgehen. Mit der Falttechnik, und zwar schneidet man hier einmal ein, so Pi mal Daumen, dann
wird das Ganze jetzt belegt oder bestrichen, je nachdem. Fangen wir mal mit scharfer Soße an. Dann nehme ich hier Paprika auf die Seite. So, und hier kommt Fleisch hin. So, und der Käse. Für viele die wichtigste Zutat. So, und jetzt kann man das ganz toll falten. Und zwar da, wo ich eingeschnitten habe. Nach oben, dann hier rüber und nochmal hier drauf. So, und so bereite ich die vor. Und so kommen die gleich, wenn der Grill aufgeheizt ist, da auf den Grill. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Schmecken wird es hoffentlich auch gut. Ich habe ja auch was dazu beigetragen, indem ich eine ganze Paprika geschnitten habe. Spaß. Ja, aber ich gebe dir den Tipp, diesmal bitte richtig rum abbeißen. Ne? Ja, ich habe irgendwie oft so das Problem, dass ich in diese Spitze beißen muss. Also musst du ja, weil du es falsch rum hältst. Ich beiße nicht so, sondern ich beiße hier oben rein. Und dann kommt alles. Ja, so. Die sind tierisch heiß, scharf und tierisch lecker auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ihr könnt das auch, wenn ihr so einen Opti-Grill nicht habt, könnt ihr das auch in der Pfanne machen. Natürlich in der Pfanne ohne Fett kann man die ja auch so gefaltet reinlegen. Ist überhaupt kein Problem, würde ich denken. Ja, wie man sieht, wir haben es nicht ausgehalten, also die beiden haben es nicht ausgehalten, vegetarisch zu essen. Tierisch lecker, mit Tieren drin. Genau. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und abonnieren. Dann bis zum nächsten Video. Genau. Wir lassen uns das jetzt lecker schmecken hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Ja. Auch mal eben probieren schnell. Haben wir ja schon mal gehabt gestern. Schmeckt sehr, sehr lecker. Auch gut mit der Soße hier, muss ich mal sagen. So eine Salsa-Soße ist da ja drauf. Eigentlich sehr für Chips und sowas gedacht, aber sehr lecker. Ja, das war's. Auch von meiner Seite hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Hoffentlich können wir noch vloggen, nachdem wir aus den USA wieder gekommen sind. Das war jetzt der erste richtige Bremen-Vlog mal wieder. Bei bestem Wetter. Ja, würde ich auch sagen. Tschüss.